Ja, wir stehen hier mit einem Vertreter einer ganz seltenen Spezies, nämlich einem Windows 10 Smartphone. Die sind ja, seitdem Microsoft die Lumia-Modellreihe abserviert hat, nicht mehr ganz so häufig. Das ist das HP Elite X3. Das ist ein Business-Profi-Smartphone, was für Endanwender durchaus auch zu kaufen ist, aber vorwerklich für den geschäftlichen Einsatz gedacht. Das ist aber trotzdem ganz spannend. Und deswegen schauen wir uns das mal an. So, jetzt habe ich hier einen riesigen Karton. Da drauf ist ein Bild vom Handy mit der Dockingstation. Ich denke mal, ganz so groß wird es wohl nicht werden, aber ich habe es auch vorher schon mal ausgepackt. Aber wir gucken mal, was wirklich alles drin ist. So, hier ist das Handy. Ist auch schon an. Da ist die Dockingstation. Mal unter Plastik. Nehmen wir mal hier raus. Warum muss eigentlich alles in Plastik eingepackt werden? Das stresst mich und die Weltmeere, aber gut, ist auf jeden Fall so ziemlich die massivste Dockingstation, die ich bisher gesehen habe. Hier sollen noch so Kabel drin sein, da sind Anleitungen. Es gibt auch noch verschiedene Adapter, wo man dieses Smartphone mit einer Hülle dann auch reinstellen kann. Das ist auch schon mal ziemlich cool. Mit verschiedenen dicken Hüllen, damit die dann trotzdem passen. Es gibt für die ganze Geschichte hier auch ein amtliches Netzteil. Also das ist schon wie bei so einem richtigen Notebook, merkt man, dass die Firma aus dem Notebook-Business kommt. Also das würde dann hier angeschlossen. Und hier haben wir noch zusätzliche Kabel. Das ist ein USB-C-Kabel. Auf der anderen Seite noch weitere Anschlüsse. Ja, kann ich jetzt nicht final klären. Und noch mehr Adapter, genau, wenn ich das. Kann ich die ganze Dockingstation noch umbauen, je nachdem, wie ich das Handy da reinstellen will. Gut, das Interessante ist natürlich das Smartphone. Das ist, wie gesagt, ein Windows 10 Smartphone der besseren Kategorie, also mit richtig ordentlicher Hardware. Und um das rauszunehmen, muss ich es einmal umkippen. So, hier haben wir das gute Stück. Das ist 5,96 Zoll Bildschirm. Die Farbe wirkt jetzt hier schon ziemlich hell und hochwertig. Hier hinten haben wir, sieht man einmal das neue HP-Logo. Hier haben wir einen Fingerabdrucksensor, 16-Megapixel-Kamera, hier LED-Blitz. Die Kamera kommt auch mit Phasenautofokus, so gelernt von der Spiegelreflexkamera, wie es jetzt viele Top-Geräte haben. Und hier ist jetzt auch wie bei den Lumias sowohl ein Fingerabdruck. Also hier ist ein Iris-Scanner drin. Das heißt, ich guck mal, wenn ich da jetzt reinschaue, ja, funktioniert. Hallo Christian, das habe ich vorher schon mal eingerichtet. Also das funktioniert ein bisschen besser als bei den Lumia-Geräten, ein bisschen schneller. Aber wenn ich jetzt nicht da reingucken will, dann kann ich hinten eben auch den Finger drauflegen und dann erkennt es das auch. Hier sieht man schon ganz gute Farben und ja, man sieht auch das typische Windows 10 Interface. Hier mit den Einstellungen. Im Querformat sieht es auch richtig PC-mäßig aus, ist aber Windows 10 Mobile. So, und jetzt kommen wir nochmal. Eine Besonderheit von Windows 10 ist ja diese Continuum-Funktion. Gab es auch schon bei anderen Geräten, aber HP hat sich da nochmal ein bisschen was ausgedacht. Ja, man kann das halt über die Dockingstation mit einem Desktop-Monitor verbinden und dann hier hinten halt. Ja, Netzwerkkabel, USB-Tastatur, USB-Maus und auch USB-Sticks oder Festplatten anschließen. Unterwegs kann man das aber auch anders machen, weil die Idee ist, dass das praktisch ein Gerät ist, was man als ja, mobiler Businessmann sozusagen immer mit sich schleppt, wo man wirklich die ganzen Daten nicht nur allein in der Cloud hat, sondern wirklich auf dem Gerät und dann kann man unterwegs im Zug und im Flieger auf dem Handy arbeiten mit der Hand, dann kann man, wenn man einen Tisch hat, aber auch sowas nehmen und das sieht aus wie ein Laptop,
ist aber ein Lapdog. Das heißt, es hat eine Tastatur, es hat einen Monitor, es hat auch eine eigene Batterie, aber es hat praktisch keinen Computer eingebaut. Der Computer ist nach wie vor das Handy. Und wenn wir jetzt mal das Handy per USB-C mit dem Ding verbinden, dann schauen wir mal, was passiert. So. Okay, jetzt geht's hier an. So, jetzt muss ich einmal gucken. So, und zack, haben wir praktisch hier eine Art Laptop. Und weiß nicht, ob man das hier so sieht. Das Handy kann jetzt hier irgendwo liegen. Ich habe jetzt hier, es sieht, es ist kein Windows 10, vollwertiges Windows 10, aber es, es bietet die, ja, die ähnliche Funktionalität. Es ist halt so, dass hier ja viele Apps auch in diesem Breitbildmodus nutzbar sind. Word, Excel, PowerPoint in den mobilen Versionen, Browser, nicht unbedingt alle Apps die aus dem Store. Die müssen im Prinzip speziell einmal auf diesen modernen Modus angepasst werden. Aber man kann hier schon alles Mögliche, man kann hier schon surfen. Jetzt habe ich hier wahrscheinlich kein WLAN oder, das geht eigentlich über das Handy, wie man sieht, das jetzt auch hier im Videostudio ein bisschen Empfang hat. Ja, und der Witz ist, im Prinzip kann ich jetzt hier in Word was schreiben oder surfen und kann gleichzeitig hier auf dem Handy auch noch ein Telefonat führen oder eine SMS schreiben. Das ist sozusagen dann ein Dual Screen, beides läuft über das Handy und ich habe praktisch alle Optionen, die es hier gibt. Für Geschäftskunden und Firmen hat hier HP sich noch was ganz Besonderes ausgedacht. Hier gibt es auch so Business Software, Salesforce, HP Software und eben ein Programm HP Workspace. Das werde ich jetzt nicht komplett starten. Das ist eine ganz geschickte Sache. Man mietet da sozusagen einen virtuellen Server und kann dort seine PC-Software, die man im Unternehmen einsetzt, einfach praktisch vor Ort auf einem entfernten Server laufen lassen und über dieses Workspace-Ding kann man praktisch jede beliebige PC-Anwendung dann auch uralt x86er-Programme auf dieser Handy-Kombination laufen lassen. Und das ist sozusagen zur Überbrückung bis zu dem Zeitpunkt, wo dann wirklich auch auf dem Handy dann tatsächlich x86-Programme laufen können. Und das wird dann nochmal spannend. Ende 2017 will Microsoft ja ein Update für Windows 10 rausbringen, mit dem es dann auch auf Mobiltelefon-Prozessoren funktioniert. Und damit soll es dann im Prinzip auch ohne irgendwelche Serveranbindung möglich sein, auf so einem Gerät auch ein vollwertiges Photoshop oder auch ein Visio-Steuer-Office oder sowas laufen zu lassen. Also auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Diese Kombination macht das Ganze einzigartig. Ich persönlich finde allerdings auch das Gerät selber ganz schick. Es hat eine richtig gute Akkulaufzeit, es hat einen riesigen Bildschirm und eben die ganzen Power-Features von Windows 10. Andererseits ist es natürlich im Moment ein Exot und wir sind alle gespannt, weil auch Samsung will für sein S8 ja angeblich Funktionen rausbringen, mit denen man das Ding an einem Monitor anschließen kann und dann zumindest auch dort so eine Art Office mobil nutzen kann. Aber für einen ersten Eindruck denke ich, das ist was für Leute, die ein etwas anderes System suchen, für die es auf mobiles Arbeiten, auf Sicherheit und so weiter ankommt, die für die Android vielleicht zu unsicher ist und iOS wieder zu unflexibel fürs Arbeiten. Dafür ist das ein interessantes Gerät und für knapp 700 € auch für Privatkunden zu kaufen.